Kapitel 29, Abschnitt 4. Gottes Zeugen. Verurteile deinen Erlöser nicht, weil er denkt, er sei ein Körper. Denn jenseits seiner Träume ist seine Wirklichkeit. Erst muss er jedoch lernen, dass er ein Erlöser ist, bevor er sich an das erinnern kann, was er ist. Und er muss den erlösen, der erlöst werden möchte. Sein Glück hängt davon ab, dass er dich erlöst. Denn wer ist Erlöser außer dem, der die Erlösung gibt? So lernt er, dass er sie haben muss, um sie zu geben. Wenn er nicht gibt, wird er nicht erkennen, dass er hat, denn Geben ist der Beweis des Habens. Nur die, die glauben, Gott werde weniger durch ihre Stärke, könnten nicht verstehen, dass es so sein muss. Denn wer könnte geben, wenn er nicht hat? Und wer könnte verlieren, wenn er gibt, was sich dadurch mehren muss? Denkst du, der Vater habe sich verloren, als er dich schuf? Wurde er schwach gemacht, weil er seine Liebe teilte? Wurde er durch deine Vollkommenheit unvollständig? Oder bist du der Beweis dafür, dass er vollkommen und vollständig ist? Verweigere ihm nicht seine Zeugen in dem Traum, den sein Sohn seiner Wirklichkeit vorzieht. Er muss der Erlöser aus dem Traum sein, den er machte, um frei davon zu sein. Er muss einen anderen nicht als Körper sehen, als eins mit sich und ohne jene Mauer, die die Welt erbaut hat, um alle Lebewesen, die nicht erkennen, dass sie leben, voneinander abgetrennt zu halten. Im Traum der Körper und des Todes ist indessen doch ein Thema der Wahrheit. Vielleicht nicht mehr als nur ein winzig kleiner Funke, ein Raum von Licht, erschaffen in der Dunkelheit, wo Gott noch immer leuchtet. Du kannst dich nicht selber aufwecken, doch kannst du dich aufwecken lassen. Du kannst die Träume deines Bruders übersehen. Du kannst ihm seine Illusionen so perfekt vergeben, dass er dein Erlöser wird aus deinen Träumen. Wenn du ihn leuchten siehst im Raum von Licht, wo Gott in der Dunkelheit verweilt, dann wirst du sehen, dass Gott selbst dort ist, wo sein Körper ist. Vor diesem Licht schwindet der Körper dahin, so wie dunkle Schatten dem Lichte weichen müssen. Die Dunkelheit hat nicht die Wahl, zu bleiben. Das Kommen des Lichts heißt, dass sie vergangen ist. Dann wirst du deinen Bruder in Herrlichkeit erblicken und wirst verstehen, was wirklich jenen Graben füllt, der so lange wahrgenommen wurde, als hielte er euch getrennt. Dort, an seiner Stelle, hat der Zeuge Gottes dem Gottessohn den sanften Weg der Güte dargetan. Derjenige, dem du vergibst, dem wird die Macht gegeben, dir deine Illusionen zu vergeben. Durch deine Gabe der Freiheit wird sie dir zuteil. Mach der Liebe Platz, die du nicht erschaffen hast, die du jedoch ausdehnen kannst. Auf Erden heißt das, deinem Bruder zu vergeben, auf dass die Dunkelheit von deinem Geiste weggehoben werden möge. Wenn durch deine Vergebung Licht zu ihm gekommen ist, wird er seinen Erlöser nicht vergessen und ihn unerlöst lassen. Denn es war in deinem Antlitz, dass er jenes Licht sah, welches er behalten will an seiner Seite, während er durch die Dunkelheit zu jenem Licht geht, das ewig währt. Wie heilig bist du, dass der Gottessohn mitten in den Träumen von Trostlosigkeit und Unglück dein Erlöser sein kann.
Sieh, wie eifrig er herbeikommt und aus dunklen Schatten tritt, die ihn versteckt gehalten haben, und in Dankbarkeit und Liebe auf dich leuchtet. Er ist er selbst, doch nicht er selbst allein. Und wie sein Vater keinen Teil von ihm verlor bei deiner Schöpfung, so ist das Licht in ihm noch heller, weil du ihm dein Licht gabst, um ihn vom Dunkel zu erlösen. Nun muss das Licht in dir so hell sein, wie es in ihm leuchtet. Dies ist der Funke, der im Traume leuchtet, damit du ihm erwachen helfen kannst und sicher bist, dass seine Augen beim Erwachen auf dir ruhen. Und in seiner frohen Erlösung bist du erlöst. Abschnitt 5. Traumrollen. Glaubst du, die Wahrheit könne bloß manche Illusionen sein? Sie sind Träume, weil sie nicht wahr sind. Dass es ihnen allen gleichermaßen an der Wahrheit mangelt, wird zur Basis für das Wunder, was bedeutet, dass du verstanden hast, dass Träume Träume sind und das Entrinnen nicht vom Traum, sondern einzig vom Erwachen abhängt. Wäre es denn möglich, dass manche Träume beibehalten werden, während man aus anderen erwacht? Die Wahl besteht nicht darin, welche Träume beibehalten werden sollen, sondern nur darin, ob du in Träumen leben oder erwachen willst aus ihnen. So kommt es, dass das Wunder nicht bestimmte Träume auswählt, um sie von seiner Mildtätigkeit unberührt zu lassen. Du kannst nicht manche Träume träumen und aus anderen erwachen, denn entweder schläfst du oder du bist wach. Und Träumen geht nur mit einem von beiden einher. Jene Träume, die du gern zu haben glaubst, halten dich ebenso zurück wie die, in denen die Angst gesehen wird. Denn jeder Traum ist nur ein Traum der Angst, ganz gleich, welche Form er anzunehmen scheint. Die Angst wird innen, außen oder beiderorts gesehen. Sie kann sich auch in eine angenehme Form verkleiden. Doch nie ist sie vom Traum abwesend, denn Angst ist der Stoff der Träume, aus dem sie allesamt gemacht sind. Die Form mag sich verändern, sie können jedoch nicht aus etwas anderem gemacht sein. Das Wunder wäre in der Tat verräterisch, wenn es zuließe, dass du dich weiter fürchtest, weil du die Angst nicht erkannt hast. Du wärest dann nicht willig zu erwachen, wofür das Wunder den Weg bereitet. Um es ganz einfach auszudrücken, kann man sagen, dass Angriff eine Reaktion auf eine unerfüllte Funktion ist, so wie du die Funktion wahrnimmst. Sie kann in dir oder in jemand anderem sein, dort aber, wo sie wahrgenommen wird, dort wird sie angegriffen. Depression oder Angriff müssen Thema eines jeden Traumes sein, denn sie sind aus Angst gemacht. Die fadenscheinige Verkleidung von Lust und von Freude, in welche sie verpackt sein mögen, kann den schweren Angstkloß, der ihr Kern ist, kaum verhüllen. Und eben diesen nimmt das Wunder wahr und nicht die Verpackungen, in denen er eingehüllt ist. Wenn du dich ärgerst, liegt es nicht daran, dass jemand die Funktion, die du ihm zugewiesen hast, nicht erfüllt hat? Und wird dies nicht zum angeblichen Grund, aus dem dein Angriff sich rechtfertigt? Die Träume, welche du zu mögen glaubst, sind die, in denen die Funktionen, die du zugewiesen hast, erfüllt worden sind, in denen den Bedürfnissen, die du dir zuschreibst, entsprochen worden ist. Es ist nicht von Belang, ob sie Erfüllung finden oder bloße Wünsche sind.
Es ist die Idee, sie existierten, aus der die Ängste aufsteigen. Träume werden nicht mehr oder weniger gewünscht. Das Verlangen nach ihnen besteht oder nicht. Und jeder stellt irgendeine Funktion dar, die du zugeteilt hast, irgendein Ziel, das ein Ereignis, ein Körper oder eine Sache darstellen und für dich erreichen soll. Wenn dies gelingt, dann denkst du, den Traum zu mögen. Doch sollte es misslingen, dann denkst du, der Traum sei traurig. Ob er Erfolg hat oder nicht, ist jedoch nicht sein Kern, sondern nur die dünne Hülle. Wie glücklich würden deine Träume werden, wenn du nicht jener wärest, der jegliche Figur, die der Traum enthält, die angeblich richtige Rolle zuerteilte? Niemand kann etwas anderes außer deiner Vorstellung von ihm enttäuschen, und außer an dieser gibt es keinen Verrat. Der Kern der Träume, die der Heilige Geist gibt, ist nie einer der Angst. Es mag so erscheinen, als würden sich die Hüllen nicht verändern, doch das, was sie bedeuten, das hat sich verändert, weil sie etwas anderes bedecken. Wahrnehmungen werden insofern durch ihren Zweck bestimmt, als dass sie das zu sein scheinen, wozu sie dienen. Eine Schattenfigur, die angreift, wird zu einem Bruder, der dir eine Chance gibt, zu helfen, wenn dieses die Funktion des Traumes wird. Und Träume der Traurigkeit werden so zu Freude umgewandelt. Wozu ist dein Bruder da? Du erkennst es nicht, weil deine Funktion für dich verschleiert ist. Teile ihm keine Rolle zu, von der du dir einbildest, sie würde dir Glück bringen. Und versuche nicht, ihn zu verletzen, wenn er nicht die Rolle übernimmt, die du ihm zugeteilt hast, in dem, wozu nach deinem Traum dein Leben auserkoren war. In jedem seiner Träume bittet er um Hilfe, und du kannst ihm Hilfe geben, wenn du die Funktion des Traumes so siehst, wie er dessen Funktion wahrnimmt, der alle Träume als Mittel nutzen kann, um der Funktion zu dienen, die ihm gegeben ist. Weil er den Träumer liebt und nicht den Traum, wird jeder Traum zu einer Liebesgabe. Denn in dessen Mittelpunkt steht seine Liebe zu dir, die jede Form, die er auch immer annimmt, mit Liebe erhält.